«Alles trifft», die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Grüezi, mein Name ist Gianfranco Salis. In der heutigen Sendung von «Salis trifft» treffe ich auf zwei lebende Legenden. Zwei ganz grosse Namen, die ganze drei Generationen prägt und zum Lachen gebracht haben. Es ist das der Jürgen Randegger und der Heinz Lüthi. Freue mich riesig, sind ihr da. Grüezi. Grüezi, ja. Wie startet ihr in einen neuen Tag? Ja, wie starte ich in einen neuen Tag? Ich verwache und ich stehe auf. Aber nicht zu früh. Ja, nicht zu früh. Und dann mache ich mich zu Weg und dann ist es morgen. Und das ist für mich eine Hauptmahlzeit. Und du, Heinz? Ja, ich stehe relativ früh auf. So zwischen 6 und 6:30. Und dann gehe ich die erste Stunde schwimmen. Und danach mache ich den Morgen. Das Morgenessen parat mit meiner Frau zusammen. Ja. So geht es etwa los. Heinz, beschreibe mal eine Person, die in drei Worten das exakte Gegenteil von Jörg verkörpert. In drei Worten? In drei Worten. Ja, das ist ja... Also für den Jörg lange, also drei Worte nicht, oder vielmehr für das Gegenteil, oder? Also, ich habe jetzt all so Mühe. Da kannst du mir helfen. Ja, wenn ich drei Worte, Gegenteil von Heinz. Ein kulturloser, verbitterter Knilch. Ja, sehr schön. Ja. Und bei Jürg wäre es wahrscheinlich einer, der sich überhaupt nicht um Sport interessiert, schon gar nicht um Fußball. Einer, der absolut lieblos mit seiner Frau umgeht und die, wenn möglich, jederzeit von Zeit zu Zeit immer mal ein Eis haut und schlägt. Und einer, der sich sackgrusig ausdrückt und eigentlich nur so zwei, drei Wörter kann, wie geil und scheiße. Das wäre etwa so das Gegenteil von Jürg. Ihr seid beide wie ich Lehrer gewesen. Was können wir eurer Meinung nach von Kind lernen? Ja, Spontanität und so, ja, also Freude am Leben und Freude an der Bewegung. Und, ja, ah, ja, stimmt schon. Also ich war auch Lehrer und ich habe auch 9 Enkel. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie sich Kinder auch, vor allem wenn es mehrere miteinander sind, wie sich die immer sofort organisieren können. Ich habe jetzt das Jahr ganz eindrücklich erlebt. Das passiert jetzt schon zum dritten Mal in Lombrein. Wir haben dort noch so ein bisschen ein Refugium. Und da tun ohne Anleitung von Eltern tun nur Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren machen Zirkus. Und der Zirkus ist also ein reines Kinderprodukt. Das Einzige, was die Eltern dann machen, das ist zuschauen, wenn das Programm steht. Und jede Familie, die Kind schickt, die lässt dann immer einmal, so in einem Turnus, die Kinder ein zum Mittagessen. Da kommen jetzt also verpflegte Probe. Und also das Jahr bin ich sehr erstaunt gewesen, weil es ist ja dann eben bei so einer Produktion, ist es ja nicht nur der Auftritt, sondern am Schluss muss man auch aufräumen. Man muss den Barren versorgen, man muss den Ring versorgen, man muss Schafe versorgen, die es dieses Jahr gebraucht haben, oder in den Stall bringen. Das muss alles gemacht werden. Auch das passiert. Also manchmal habe ich einfach das Gefühl, in der Schule wäre es besser, man würde Kinder einfach ein bisschen mehr machen lassen. Was ist der beste Witz, den du je gehört hast? Es ist nicht der Beste, es gibt so viele gute, aber es ist einer, der mir sehr gut gefällt und der auch zu meiner Ex-Tätigkeit als Lehrer passt. Also der kleine Zweiklässler sagt zu der Lehrerin, also ich bin ja auch nicht mit allem einverstanden, was sie machen, aber wegen dem renne ich nicht jedes Mal zu ihren Eltern. Sehr gut. Und bei dir, Heinz? Ja, also da laufen zwei
Sozialarbeiter laufen das Leben auf. Und dann sagt der eine zum anderen, du, hast du eine Ahnung, was Bellevue ist? Dann sagt der andere, nein, da habe ich keine Ahnung, aber es ist wunderbar, haben wir miteinander können darüber diskutieren. Super. Ja, so ist es. Gibt es denn Sachen, wo man nicht solche Witze darüber machen sollte, Heinz? Ja, ich würde schon sagen. Also, mich dünkt die Religion, das ist etwas, wo man die Finger davor lassen sollte. Auch Verunglimpfung und Witze, die richtig unter die Gürtellinie gehen oder wo Hass verbreitet, das ist nichts. Ja, würde ich auch sagen. Also mit der Religion bin ich nicht ganz einverstanden. Es gibt sehr schöne Witze über katholisch. Und die Juden haben über ihre Religionen ganze Bücher von Witz, oder? Aber die dürfen eben mir dann nicht erzählen, weil das wird dann schon wieder angegriffen. Aber lassen wir das? Du, aber man müsste da präzisieren. Dort, wo man die Religion lächerlich macht und verunglimpft, dort finde ich, ist nicht ja, ja. Aber es gibt natürlich klassische Witze vom Bundesrat Furgler, wo vom Burger, Brucker begleitet wird. Und dann kommt der nie zurück, der Furgler, oder? Und dann sagt der Brucker, ja, halt mal, jetzt muss ich doch mal schauen, was los ist. Dann sitzt der Furgler auf dem Stuhl Petri und der Papst knüllt davor und sagt, Herr Furgler, hören Sie doch mal auf, ich bin ja schon katholisch. Das ist ein religiöser Witz. Ja, und ein sehr guter. Und ein guter, oder? Aber da wird die Religion eigentlich nicht verrechtigt. Ja, ja. Jetzt, ihr habt ja Kabarett gemacht, 30 Jahre, oder? Ja. Oder noch länger. Was ist der Unterschied zum heutigen Stand-up-Comedy? Die schiessen ja wie Pilze aus dem Boden. Jeder Fünfte, der Comedy macht, ist Stand-Upper. Ja, vor allem gibt es heute viel mehr Einzelcomedians, oder? Und die stehen an und erzählen, zum Teil sehr gut. Aber was wir gemacht haben, ist ein klassisches Nummernkabarett. Wir haben eine Nummer gemacht, das war ein Thema, da hat es eine Pointe gegeben, dann kam die nächste Nummer gekommen. Und das ist heute sehr, sehr selten. Nummernkabarett ist sehr, sehr selten. Ich kann nicht viel anfangen damit. Und wir waren eben ein Team. Also das war der grosse Unterschied. Also es ist, also liegt ja schon im Wort Stand-up und Einzelkomedien. Mhm. Und dass wir miteinander zusammen fast befreundet waren und das gerne gemacht haben, das ist natürlich über Trump gekommen, oder? Ja. Und dann haben wir auch noch dreimal Musiker gehabt. Genau. Und das ist heute auch nicht mehr üblich, oder? Meistens, wenn Musik dann nur noch ab. Band, oder? Ja. Was war die längste Minute, die du je hast müssen überstehen musstest? Die längste Minute. Kommt dir etwas in den Sinn? Ja, schon. Aber das hat mit dem Rotstift nur am Rand etwas zu tun, als ich das erste Mal auf der Bühne vom Kongress gestanden bin. Oh, ja. Mit der Einzelnummer. Und dann habe ich ein Blatt bekommen vom Jürgen, und da ist drauf gestanden, wir treffen uns nach der Vorstellung im Restaurant des Kongresshauses. Und das war gleichzeitig mein Spick. Dort wäre eigentlich der Text drauf gewesen, den ich zwar schon können. Aber das hat mich dann so durcheinander gebracht, dass ich einfach auf das Blatt geschaut habe. Und dann war es fertig. Dann bin ich wieder verschwunden, ohne etwas zu sagen. Das ist, glaube ich, der längste. Ja, das ist schon etwas länger. Und wenn man einen Hänger hat, und das war sehr selten bei uns, weil wir sind ja gut vorbereitet waren, aber das hat so Nummern gehabt. Da hat es eine Stelle gehabt, wo man gewusst hat, das ist einfach Achillesferse, oder? Ja. Und dann ist der Moment gekommen, wo die Stelle wieder gekommen ist, und dann hat man das Gefühl gehabt, jetzt. Und wenn man dann einmal einen Hänger hatte, also wenn man nicht mehr weiter gewusst hat, dann sind dann 5 Sekunden einem vorgekommen wie eine Minute. Ja.
Und ich glaube, das sind dann die längsten Minuten, die nur 5 Sekunden. Aber das ist dir eigentlich nie passiert. Du bist ja immer so textsicher. Ja, also. Mal, ich glaube. Oder dann hat man es nicht gemerkt, weil es nur 3 Sekunden, aber für mich ist es... Minuten. Was war euer schwerster Moment? Ich muss jetzt ganz weit zurückgehen. In meine Anfänge. Mit dem... Das war noch nicht mehr vor Rotstift. Da war ich etwa 30, glaube ich, oder knapp 29. Wir haben mit dem Cabaret Klüpplisack gespielt. Und hatte eine Nummer, den Blickverkäufer. Da war noch der Blick ein riesiges Thema. Und der Refrain heisst: Gango stechen, Gango schieben, kein Dreck, sich bis in Liebe. Weil der Blick hat ja von dem gelebt, oder? Vom Verbrechen und von Liebe und weiss was alles. Und die Nummer habe ich als Blickverkäufer gespielt, nach der Pause. Und in einer Pause, und da weiss man jetzt, wie lange das her ist, haben wir erfahren, dass der Kennedy ermordet worden ist. Und das ist wieder das Lauffeuer durch die ganze, und auch durch die Zuschauer gegangen in der Pause. Alle haben das gewusst. Und nach der Pause musste ich die Nummer spielen. Und das war, glaube ich, der schwerste Moment auf der Bühne. Das kann man vorstellen. Ja. Ihr seid sehr erfolgreich. Was ist Erfolg? Also, das ist eine schwierige Frage. Mal, ich würde sagen, ein Erfolg ist natürlich schon das, wenn einem die Leute gerne haben. Also, ich habe das immer so empfunden, wenn wir am Schluss vor der Vorstellung noch die vorne gesessen sind, Autogramm gegeben haben und Platten verkauft früher. Und dann sind die Leute gekommen und haben gesagt, danke vielmal für diesen wunderschönen Abend. Ich habe wieder so Freude gehabt. Und da habe ich immer gedacht, die Leute haben ja noch gezahlt für das. Und haben gleich so eine Freude. Dann hat man etwas gut gemacht. Ja, ich hätte es jetzt sehr viel pointierter gesagt. Ich hätte gesagt, also, wenn der Saal nach der Pause immer noch voll ist, ist es eigentlich schon gut. Wie definieren ihr denn Glück? Also, du hast ja auch harte Arbeit dahinter. Was ist denn Glück? Also Glück ist für mich eine intakte Familie, Gesundheit. Ja, das, was man erst merkt, wenn man es nicht mehr hat. Also. Glück, ja, und Glück finde ich, muss nicht unbedingt mit dem Erfolg zusammenhängen. Es gibt auch sehr erfolgreiche Leute, die absolut unglücklich sind. Oder? Also ich denke, Glück ist, da kommt wirklich, wie er sagt, Privater. Das ist. Und Zufriedenheit. Ja. Also wenn man zufrieden ist, ist man auch glücklich. Oder? Und glücklich haben wir ganz viele Leute gemacht mit euren Sketches und wir schauen die Nummern an. Und zwar, wo man im Sommer ein Eisfeld gemacht hat. Oh! Ja. Keine Angst haben für ein Zimmerli. Sie wollen keine Angst haben für ein Zimmerli. Ich glaube, ich schaffe das schon. Da müssen Sie ja, da ist ja schon der Herr Ockenfuss. Nicht, dass Sie gekommen sind. Ja. Herr Ockenfuss, bitte entschuldigen Sie meine kleine Verspätung. Nehmen Sie doch gerade Platz. Da bin ich ohne. Nein, Sie. Ich kann schon stehen. Ja, es wäre mir aber lieber, Sie würden sitzen, Herr Ockenfuss. Aha, Sie sind ja wirklich weit unten. Also, wenn es Ihnen gleich ist, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann würde ich jetzt da bei Ihnen Platz nehmen. Ja. 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 Also, Herr Ockenfuss, was ich Sie fragen wollte, wie lange haben Sie denn jetzt... Moment, Herr Kesslering, es wäre mir auch lieber, Sie würden sitzen. Wissen Sie, es ist wegen dem, wenn bitte, Sie Ihnen bitte. Wenn Sie Ihnen nichts ausmachen. Ja, wie Sie wollen. Ja. Ockenfuss, ja. Also, wie gesagt, Herr Ockenfuss, wie lange haben Sie denn jetzt da schon bei uns an unserer Schule? Das heisst, wie lange sind Sie da schon bei uns als Lehrer tätig? Tätig an dieser Schule? Ja, also ich glaube so gegen 25 Jahre.
werden das schon sein. Sind schon. 25 Jahre, eine lange Zeit, ja. Herr Ockenfuss, sehr lang. Sehr lang. Und Sie haben nicht das Gefühl, einen längeren Unterbruch Ihrer Tätigkeit, einen Urlaub sozusagen, täte Ihnen gut. Verstehen Sie mich nicht falsch, ja. Herr Ockenfuss, ja. Aber in unserem Alter, da hat man doch manchmal das Gefühl, man sei nicht mehr so ganz auf der Höhe. Ja, können Sie danken. Können Sie danken, ich bin noch voll da. Voll da! Sozusagen 150%. Schließlich wollte ich den Nachmittag mit meinen Schülern ein Eisfeld machen. Meinen Sie, ein halbpatziger Pädagog bringe das fertig? Ein Eisfeld am Nachmittag. Wissen Sie, was das braucht? Ja. Sie haben also auch allen Ihren Schülern gesagt, sie sollen die Schleifschuhe mitnehmen. Ja. Oder hätten sie ein Lesebuch mitnehmen. Wissen Sie, Herr Kessling, die Kinder von heute? Die Kinder von heute müssen so viel ihre Köpfe drücken, da brauchen sie als Ausgleich Bewegung. Bewegung. Viel Bewegung. Viel Bewegung. Jetzt haben wir aber viel Juni, Herr Ockenfuss. Viel Juni haben wir jetzt. Juni? Ja, haben Sie das Gefühl, im Juni brauchen sie keine Bewegung? Ja, natürlich brauchen sie auch Eben. Und gerade Schleifschirn gibt es Bewegung. Mm. Ich hätte übrigens das Übersetzen durchgenommen mit den Buben, mit den Mädchen so einen hübschen, kleinen Instanz. Es ist aber Juni, Herr Ockenfuss. Aber im Juni ist doch besonders glatt. Ach so. Also, Herr Ockenfuss, es tut mir leid, aber ich muss es Ihnen sagen. Bitte. Verschiedene Eltern haben mir telefoniert. Sie sind verunsichert. Sie haben Ihre Bedenken angemeldet. Die haben wir gern. Ich habe doch allen Schülern gesagt, sie sollen den Pulli mitnehmen und eine warme Köppe anlegen. Es ist aber Juni, Herr Ockenfuss. Ja, beim Schleifschönen muss man sich immer warm anlegen, Herr Kessling. Oh, ich weiß doch, wie empfindlich die Kinder heutzutage sind, nicht? Darum gehe ich im Winter auch nie mehr schleifschöndeln. Was? Nie mehr? Nein. Nur noch im Sommer. Nur noch. Herr Ockenfuss, bei allem Respekt vor Ihrer bisherigen Tätigkeit, und Dankeschön. An dem fehlt es wirklich nicht, Dankeschön. Aber ich habe wirklich das Gefühl, längeren Urlaub dort Ihnen gut. Ja, vielleicht in einem bescheidenen christlichen Heim im Appenzellerland, wo Sie könnten neue Kräfte danken. Also ich verstehe das nicht. Ich will meinen Schülern eine Freude machen und Sie wollen mich zum Dank in den Voralpen versorgen. Ja, was ist denn da? Sie haben am 21. Juni mit Ihren Schülern ein Eisfeld spritzen. Jawohl, Herr Kessling, stehe ich dazu. Aber ich habe alle Vorsichtsmaßnahmen gegen Verkältungen getroffen. Reklamationen hin oder her. Ja. Können wir dann nicht vernünftig reden miteinander? Ja, Sie sind ja so komisch, nicht? Ich habe der Klasse versprochen, am Schluss vom Nachmittag machen wir ein Matchli. Der Abwart wäre sogar ins Gold gegangen. Ja. Und wenn Sie ein rechter Schulpräsident wären, hätten Sie Punsch verteilt. Aha. Punsch! Ausgerechnet Punsch! Ja, Herr Ockenfuss, ja. Punsch im Sommer. Punsch ist doch heiß. Man isst ja schließlich ein Winter Glasse. Und Glasse ist kalt. Ja. Und auf jeden Fall macht man am längsten Tag kein Eisfeld. So. Und warum muss ich am kürzesten Tag mit meinen Schülern baden? He? Warum? Ja, das ist doch etwas völlig anderes. Aha. Herr Ockenfuss, das ist doch in einem Hallenbad. Hallenbad. In einer Halle. Halle? Ja, sagen Sie mal, hätte ich dann das Eisfeld müssen in der Halle reinmachen? An dem schönen Tag? Hätten die Leute ja gemeint, ich sei Gaga. Ja. Ihre Kollegen sind an dem schönen Tag in den Wald gegangen. Aha, mit der Ski. Nein, go Blumen bestimmen, Bäume, Pflanzen, Sträucher anlegen. Ist wieder typisch. Jedes Jahr gehen Sie im Sommer im Wald Blumen bestimmen, die Trottel. Die. So, bitte, Herr, das ist doch vernünftig. So, finden Sie, wenn es so viel Blumen hat, ich gehe im Winter, ist es viel interessanter. Bitte, da verwirren Sie doch Kind. Erziehen heisst nicht zuletzt auch Sicherheit vermitteln. Ist aber nicht so einfach, Herr Kessling. Auf der letzten Schulreise im Tierpark Langenberg ist mir einer im Bärengrab hineingegangen. Was? Bärengrab, voll drei. Herr Ockenfuss, nehmen Sie Vernunft an. Ja, das habe ich dem Bär auch gesagt. Aber wenn nicht der Wärter mit dem Schlauch gespritzt hat, ich weiß nicht. Kommen wir auf Ihr Eisfeld zurück. Wir? Aha, wenn Sie doch noch Punsch verteilen. Nein, aber als Schulpräsident verfüge ich jetzt,
dass Sie ab sofort einen längeren Urlaub antreten, Herr Ockenfuss. Glauben Sie mir, für beide Teile das Beste. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Herr Ockenfuss, ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie finden den Ausgang nicht, wenn Sie entschuldigen, ich habe noch eine sehr wichtige Besprechung. Ja. Alles Gute, Herr Ockenfuss. Alles Gute. Für ein Zimmerli. Es ist geraten. Wir fahren auf Rio. Eine Eisbahn im Sommer. Jetzt haben wir Winter. Fondue oder Raclette? Ich habe beides gern. Also ich auch, ja. Aber am liebsten beides. Wir machen mehr Raclette. Mhm. Punsch, Tee oder Kaffee? Kaffee. Tee. Als Moderator und Komiker habt ihr beide viel geredet. Welche drei Worte, wenn ihr nur noch drei Worte könntet brauchen für den Rest des Lebens, welche drei Worte wären das? Ja, drei Wörter. Das ist schon ein bisschen wenig. Also drei Wörter ist schon ein bisschen, ist nicht sehr viel. Danke für alles. Also ich würde sagen, ich habe Hunger. Ihr habt unzählige Nummern geschrieben, gespielt und das Publikum damit begeistert. Welches ist eure Lieblingsnummer? Ja, da gibt es nur eine. Ja gut, es gibt viele, aber eine. Aber eine von den Top 3 ist sicher die 10.000. Schauen wir doch gerade rein. Übrigens, Kollege, ich hatte da noch ein Gespräch mit dem Göpf. Ha, was sagst du? Mit dem Göpf. Was für ein Göpf? Ja, mit dem Göpfig. Aha, warum? Wegen der 10.000. Sendung. Wie? Wegen der 10.000. Sendung. Was für eine Sendung? Ja, was für eine Sendung, echt was für eine. Wegen dem 10.000. Samstag, ja, ich denke. Aha, warum hast du das nicht von Anfang an können sagen? Ja, und was hat da der Göpf, wie heisst er? Ich. Der Ick. Ich. Was hat da der Ick damit zu tun? Was hat er? Man merkt schon langsam, dass ihr fängs alte Kläuse sind. Wir müssen für die 10.000. Sendung ein besonders gutes Sketch haben. Wie? Ein gutes Sketch haben. Aber den haben wir ja schon. Den haben wir ja gelernt. Ja, das weiß ich, denke auch. Ne? Aber es geht jetzt um die Darstellung. Was für eine Klarstellung? Ja, das Jass-Problem. Das Jass-Problem muss klargestellt werden. Jetzt komme ich raus. Nein, nicht Klarstellung. Oh. Darstellung. Es muss lustig dargestellt werden. Jetzt hat es mir eins zwickt. Das ist ja noch besser, das mit dem Zwicken. Also, jetzt machen wir den Anfang gerade mal trocken durch. Ja. Jeder sein erster Satz. Mhm. Ich fang an. Jetzt langt's mir dann. Nein, nimm's nicht so tragisch, Jörg. Wegen dem geht doch die Welt nicht unter. Gut. Nein. Nicht. Wegen dem geht doch die Welt nicht unter. Wegen dem geht doch die Welt nicht unter. Wegen dem geht doch die Welt nicht unter. So ist gut. Gut. Jetzt machen wir den Anfang gerade auswendig, aber noch ohne Gang. Ja. Jeder sein erster Satz. Ich fange an. Ja, wir kommen übrigens auch noch ganz neue Dekorationen über. Nein, nimm's nicht so tragisch, Jörg. Wegen ihm geht doch die Welt nicht unter. Nein. Nicht reinschiessen. Ich fang an. Jetzt langt's mir dann. Du kommst dran. Ich habe meinen Satz schon gesagt. Ja, aber zu früh. Wegen ihm geht doch die Welt nicht unter. Nochmal von vorne. Jeder sein erster Satz. Ich fang an. Nein, nimm's nicht so tragisch, Jörg. Du kommst noch nicht dran. Du bist früh. Du musst warten, bis der Jörg seinen ersten Satz gesagt hat. Ja, aber der hat er ja gesagt. Nein.
Ich habe nur gesagt, ich fange an. Ja, eben. Ich fange jetzt noch mal an. Jetzt langt's mir dann. Nein, nimm's nicht so tragisch, Jürg. Wegen ihm geht doch die Welt nicht unter. So, so ist gut gewesen. Jetzt machen wir es richtig. Das heisst mit der Gang. Ich komme als Erster zur Beizhaus. Ja, warum ausgerechnet du als Erster? Warum? Weil ich den ersten Satz habe. Aha, ja. Jetzt habe ich es verstanden. Der Jürg. Jürg, der hat den ersten Satz. Ja, das weiss ich denke auch. Bist schließlich kein Doppel, oder? Weil er den ersten Satz hat, kommt er als Erster zur Beizhaus. Ist ja logisch, oder? Logisch, ist logisch, logisch, ja. Logisch. Jetzt langt's mir dann. Wieso? Was hast du jetzt auf einmal? Jetzt fange ich ein Berlin über. Ich hab doch nichts. Das ist doch mein erster Satz gsi. Nein, nimm's nicht so tragisch, Jürg. Aber ihm geht doch die Welt nicht unter. Du musst doch zur Beizhaus kommen. Jetzt hat aber der Heinz gesagt, du kommst zuerst zur Beizhaus. Ja, zuerst. Ja. Zuerst. Zuerst. Wir machen es noch mal. Wir machen es noch mal. Also, ich gang als Erster raus. Nein, nimm sie zu tragisch, Jürg. Du bist zu früh. Du bist zu früh. Du musst warten, bis der Jürg seinen ersten Satz gesagt hat. Jürg, Konzentration. Auftritt, Auftritt, Jürg. Jetzt habe ich den keinen Text vergessen. Nein, nimm's nicht so tragisch, Jürg. Aber ihm geht doch die Welt nicht unter. Super. Es tut mir leid, wir müssen es noch mal machen. Ja, warum? Warum? Weil ich den Text nicht mehr hatte. Ja, aber du hast doch etwas gesagt. Ja. Aber doch nicht so richtig. Ja, also ich spiele nicht gern mit Leuten zusammen, die den Text nicht könnten. Ausgerechnet, du, ausgerechnet. Wir machen es noch mal. Wir machen es noch mal. Also, ich gehe jetzt noch mal raus. Nein, nimm es nicht so tragisch. Du kommst noch nicht dran, du musst warten, bis ich meinen ersten Satz gesagt habe. Ich habe gemeint, du wüsstest ihn wieder nicht mehr. Natürlich weiss ich ihn. Aber ich mache doch da zuerst eine grosse Armbewegung. Wegen dem geht doch die Welt nicht unter. Wir machen es noch mal. Wir machen es noch mal. Besser, wenn ich zuerst. Nein, nimm's nicht so tragisch, Jürg. Nein, wenn ich so geht, das ja nicht. Ja, warum nicht? Ich bin textsicher und habe Bühnenerfahrung. Immer habe ich zuerst raus müssen. Immer. Ausgerechnet in der 10.000. Sendung darf ich nicht zuerst rausgehen. Das ist. Wenn ich nimm's nicht so tragisch, wenn ich. Wegen dem geht doch die Welt nicht unter. Jetzt langt's mir dann. Ja. Was möchtet ihr jetzt an dieser Stelle noch den Zuschauerinnen und Zuhörern von Salis trifft auf den Weg geben? Der alte Stappi, Landolt, hat damit gesagt, sind lieb miteinander. Und ich würde auch noch sagen, geniessen jeden Tag. Und ich würde eigentlich sagen, wenn es allen Leuten so gut geht auf dieser Welt wie mir und auch meiner Frau, dann wäre es schön. Jürg Randegger, Heinz Lüthi, herzlichen Dank, sind ihr in die Sendung gekommen, bis alles trifft, reinschauen und haben euch Zeit genommen für mich. Danke vielmals. Hat mich riesig gefreut und Spass gemacht und erquickt, erfrischt. Und ich wünsche euch alles Gute und viel Gefreutes. Merci. Danke, gleichfalls. Merci. Danke vielmals. Und euch, liebes Publikum, danke fürs Reinschauen, bis alles trifft.
und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Auf Wiedersehen miteinander.